Ende November 2022 nahm das Team Gephardt Motorsport erstmals die Reise nach Dubai auf sich, um am Gulf Historic Grand Prix teilzunehmen. Dort fand zum zweiten Mal dieses historische Festival statt, bei dem Gephardt Motorsport gleich zwei Gruppe C einsetzte. Die Dubai-Metropole empfing das Team lichterfroh und mit angenehm warmen Temperaturen. Die nicht ganz so einfache Logistik stemmte die Sinsheimer Mannschaft mit Partner DB Schenker, dem weltweit führenden Anbieter für Logistikdienstleistungen. Per Seefracht ging der große Container mit zwei Gruppe C-Rennwagen samt aller Ersatzteile seinen Weg vom Hauptsitz im Kraichgau bis ins Autodrom vor den Toren von Dubai. Insgesamt verfrachtete DB Schenker 6 Tonnen Material für das Team Gephardt. Als einer der Marktführer in der Luftfracht und Seefracht zählt DB Schenker zu den führenden Logistikanbietern weltweit. Etwa 13.600 Mitarbeiter sind an 550 Standorten in aller Welt aktiv, so auch in Dubai. Am nächsten Morgen bereiteten die Teams sich auf das erste freie Training und das Qualifying vor. Letzte Handgriffe und Feinarbeiten fanden an den historischen Schätzchen statt. Einer der großen Favoriten ist sicher der Nissan NPT90 GTP, der von Max Girardo an den Start gebracht wird. In jenem Nissan GTP, der von 85 bis 90 in der IMSA startete und 88 mit Jeff Brabham am Steuer den Fahrertitel gewinnen konnte. Gephardt Motorsport bereitet zwei Gruppe C2-Autos für die kleine Division vor. Fritz Gephardt selbst kümmert sich darum, dass die letzten Aufkleber standesgemäß angebracht werden. Gephardt bringt in Marco Werner und Stanley Dickens gleich zwei prominente Le Mans-Sieger mit nach Dubai, die insgesamt auf 4 Gesamtsiege an der Saar zurückblicken können. Werner steuert erneut jenen Gephardt C88 mit Audi Turbo und Stanley Dickens sitzt in jenem Gephardt JC853 mit Ford Cosworth Motor, mit dem beide beim Hockenheim Historic unterwegs gewesen sind und mit dem Dickens in den 80er Jahren seine Karriere in der Gruppe C angekurbelt hat, damals noch gemeinsam mit Frank Jelinski. Am späten Nachmittag heißt es für Teams und Fahrer erstmals einer Einladung des Veranstalters in die Wüste zu folgen und den ganz besonderen Flair Dubais zu genießen. Für die Desert Party hat sich der Veranstalter des Gulf Historic Grand Prix einiges einfallen lassen, um den Teilnehmern ein Event der besonderen Art zu bieten. In meinem Desert Drive gab es auch die Falknerei zu bestaunen, also jene Jagd mit Falken, bei denen die Raubvögel schnell mal den Wert eines millionenteuren Gruppe C-Autos überschreiten können. Faszinierenden Abend mit tiefem Eintauchen in den Mythos der Wüste ging es dann am Folgetag auf die Zeitenjagd im Motodrom von Dubai. Während sich das Fahrerlager langsam füllt, ruft der Veranstalter zunächst einmal alle Piloten zum obligatorischen Gruppenfoto, ehe man sich dann aufs freie Training und schließlich auf die Zeitenjagd in der Qualifikation vorbereitet. Chef Fritz Gephardt mit Stanley Dickens und Marco Werner bei der Vorbereitung auf die Zeitenjagd. Thank you.
Werner treibt seinen Gepard C88 dann in gewohnt schneller Manier um den Kurs und setzt im freien Training die zweitschnellste Zeit. Fürs Qualifying gibt es dann nur noch ein bisschen Feintuning für den Luftdruck und Werner geht erneut auf Zeitenjagd. Er stellt den kleinen Gepard C2 unerwartet auf die Pole Position. In der kumulierten Wertung beider Klassen, also der C1 der früheren Erstligisten und der Gruppe C2 der einstigen Einsteigerkategorie in der goldenen Ära des Sportwagen-Langstreckensports. Marco Werner ist dabei der Einzige, der bei den extrem heißen äußeren Bedingungen in der Wüste in 1:59.9 unter die 2-Minuten-Grenze kommt und dem bärenstarken Nissan aus der IMSA GTP-Serie so völlig überraschend Platz 1 entreißt, den amerikanischen Boliden auf die zweite Position verweist. Werner also der Schnellste mit 0,5 Vorsprung auf Max Girardo. Das 950 PS starke Turbomonster von Electramotive besiegte seinerseits sogar die Porsche 962C. Besonders klangintensiv der Spice SE90P mit dem Ferrari-Motor, der von Joe Twyman und Steve Brooks pilotiert wird. Brooks startet unter anderem auch in der historischen Formel 1 und belegt in diesem Spice SE90P Platz 3. Der Spice verdrängt das Vater- und Sohn-Fahrer-Duo Bernhard und Samuel von Oranje aus dem holländischen Königshaus auf den 4. Platz. Die zwei bewegen einen Argo JMD90D mit Ford Cosworth DFL-Motor und sind in 2:07, 4 Minuten, viertschnellste. Bernhard von Oranje ist übrigens Mitbesitzer der niederländischen Formel-1-Piste von Zandvoort. Einer der haushohen Favoriten ist der Porsche 962 von Roald Goethe. Doch im Training läuft noch nicht alles rund am Rothmans Porsche mit dem veränderten Heckflügel. Elektronikprobleme zwingen ihn öfter an die Box und am Ende des Tages hagelt es noch eine Sportstrafe, da Stuart Hall im Porsche Platz nahm, ohne genannt worden zu sein. Und so muss Roald Goethe, der Ölmagnat aus Hamburg, zuschauen, wie sein Schmuckstück nur in die dritte Startreihe geschoben wird. Probleme auch am zweiten Gepard vom Schweden Stanley Dickens. Er laboriert an Leistungsverlust und Zündaussetzern und kommt auf keine gezeitete Runde. Das ist der, wo angeblich beim Heidi auf dem Prüfstand klopft. Ohne Probleme bringt dagegen Marco Werner den C88 zurück ins Fahrerlager und bedankt sich für die perfekte Vorbereitung bei seinem Team Gepard. Fritz Gepard verbreitet die guten Nachrichten bereits nach Deutschland. Ganz so einfach war es für Marco dann aber trotzdem nicht. Viel G-Forces und natürlich warm da drin. Für die Zeit zwischen den Aktivitäten auf der Piste gibt es für Fahrer, Teams und Gäste den Gentleman Drivers Club, wo man nicht nur guten Cappuccino, sondern auch eine typisch arabische Shisha genießen kann. Für allzu viel Entspannung ist beim Team Gepard allerdings nicht Zeit. Mit Ersatzmotoren und Getriebe bewährt, muss das Team schon früh auf den Ersatz Ford Cosworth zurückgreifen, weil man die Aussetzer an Stanley Dickens Boliden nicht beheben kann. Deswegen kommt es zu einem Motorwechsel für den Gepard JC853. Während die süddeutsche Mannschaft fieberhaft arbeitet, macht sich draußen das Feld der historischen Formel 1 startklar für ihr Qualifying. Oliver Webb in einem Hesketh 308B ist einer der schnellsten. In Jean-Louis Deletraz und Thierry Boutsen sind auch zwei ehemalige Formel 1 Piloten mit am Start. Thierry Boutsen, der charismatische Belgier, genießt seine Runden im Arrows A3 und wird dabei von den Britec-Mechanikern Mark Hillier und Rod Waldron betreut. Auf der Pole steht jedoch Matt Campbell mit seinem Fittipaldi 8F.
Schnell erneut Oliver Webb, der am Sonntag den zweiten Lauf für sich entscheiden kann und den großen Pokal mit nach Hause nimmt, nachdem am Samstag Mike Cantillon im Tyrrell 010 erfolgreich gewesen ist. Vor Lauf 1 der Gruppe C am Samstag befindet sich Marco Werner bereits in seiner Konzentrationsblase und taucht ab in seine eigenen Welt, um mit seinem Gepard C88 von der Pole einen möglichst optimalen Start hinzulegen. Er nimmt Aufstellung neben dem Nissan von Max Girardo in Reihe 1. In Reihe 2 folgen der Spice Ferrari und der Argo Cosworth. Erst in Reihe 3, dann der Porsche 962C von Roald Goethe, der nun auch Stuart Hall mitgenannt hat. Und damit darf der Brite, der die Rovco Collection betreut. Weiter hinten, da auch nicht ganz ohne Motorprobleme unterwegs, André Lotterer, ein weiterer ehemaliger Le Mans-Sieger, der dreimalige Triumphator bei den 24 Stunden, bewegt eine Toyota 86C von Toms Motorsport, der 86 unter anderem mit Jeff Lees im Einsatz gewesen ist. Und dann heißt es, Gentlemen, start your engines, zum ersten Lauf der Sportscars 80s und Gruppe C. Marco Werner führt das Feld in die Aufwärmrunde hinein. Den Start allerdings hat der Ruhrgebieter erwartungsgemäß keine Chance gegen den vom aufgedrehten Dampfrad beflügelten Nissan aus der IMSA GTP-Serie. Max Girardo übernimmt die Führung vor Marco Werner. Die beiden können sich an der Spitze schnell davonstehlen, wobei Girardo gerade in der Anfangsphase den höheren Ladedruck seines turbobewährten Nissan perfekt ausspielen kann. Marco Werner verlegt sich darauf, Rang 2 abzusichern und sich abzusetzen vom Feld der anderen C1-Autos. Die ersten Ausfälle kündigen sich bereits an, während um Rang 3 ein harter Kampf tobt. Dann überschlagen sich die Ereignisse. Girardo dreht sich im Nissan, was Werner als Einladung annimmt, die Führung zu übernehmen. Girardo setzt Werner allerdings wieder unter Druck. Der muss und kann eine Schippe zulegen, um sich mit konstanter Fahrweise vom Nissan wieder lösen zu können. Stanley Dickens muss derweil konstatieren, dass ihn auch der Motorwechsel nicht nennenswert nach vorne gebracht hat. Es gibt erneut Aussetzer am Gepard Cosworth, einer der Frühkonstruktionen aus der Gruppe C2-Ära. Dann macht Stuart Hall im Porsche 962 plötzlich Druck auf Max Girardo. Nachdem Hall den Porsche von Roald Goethe übernommen hat, schnappt der Engländer sich am Ende der Start- und Zielgerade noch den Nissan und übernimmt Platz 2 hinter Marco Werner. Werner seinerseits ist an der Spitze aber so weit enteilt, dass er sensationellerweise den Sieg im kleinen, nominell unterlegenen Gruppe C2-Fahrzeug in der Wüste von Dubai einheimsen kann. Im Parc Fermé vor der Siegerehrung empfängt ihn ein stolzer Teamchef und die begeisterte Mechaniker- und Ingenieurscrew, die Marco Werner hochleben lassen nach diesem völlig überraschenden und souverän vorgetragenen Triumph des ehemaligen Le Mans-Siegers. Die Siegerehrung von Lauf 1 also, Marco Werner auf dem oberen Treppchen vor Stuart Hall und Roald Goethe und dem Überraschungsdritten Samuel und Bernhard von Oranje, die im Argo den Nissan ebenfalls noch haben aufschnupfen können. To Marco Werner after, of course, offering his good morning to the other drivers on this podium. Marco, the winner of the first race of the weekend. Thank you very much, Marco. You're so such a great driver, doing a great job this morning.
Zufriedenheit auf der einen Seite beim Sieger Marco Werner und seiner Crew, auf der anderen Seite aber auch Ernüchterung bei Gepard Motorsport. Denn zu den hohen Ansprüchen des Kraichgauer Traditionsteams gehört es eindeutig nicht, ein Auto mit permanenten Fehlzündungen ins Rennen zu schieben. Während also der Wagen von Marco Werner ganz normal gewartet werden kann, muss man am anderen Gruppe C2 von Stanley Dickens ordentlich Hand anlegen. Carl Jennings, der Chefingenieur bei der Datenauswertung und beim Bemühen, den Fehler zu finden, um Stanley Dickens, dem Schweden, zumindest fürs zweite Gruppe C-Rennen am Sonntag, ein perfektes Auto hinzustellen, wie es dem Selbstverständnis von Gepard Motorsport entspricht. Die milde Witterung in der Wüste macht es möglich, dass es abends dann seitens der Veranstalter ein Gala-Dinner direkt auf der Start- und Zielgeraden des Autodroms in Dubai gibt. Eine 150 Meter lange Tafel lädt zum Race-Dinner auf der Rennstrecke ein, begleitet von Show-Acts und Klavierklängen. Am Sonntag steigt dann wiederum der Spannungsbogen auch bei Marco Werner und Carl Jennings für das zweite Gruppe C-Rennen. Bevor es an den Start geht, wünscht Marco Werner Stanley Dickens ausdrücklich mehr Glück und eine zuverlässigere Technik als an den bisherigen Tagen. Dann rollen zuerst die Favoriten in Richtung der Startaufstellung. Max Girardo mit seinem Nissan rollt als erster durchs Tor auf die Startaufstellung. Schließlich kommt auch Stanley Dickens hinterher und diesmal nicht stotternd, sondern ohne Aussetzer mit einem perfekt vorbereiteten JC853. Max Girardo in der ersten Startreihe. Marco Werner im C88 allerdings neben bzw. schräg vor ihm auf der Pole Position. In der zweiten Startreihe ebenfalls das gleiche Bild wie am Sonnabend. Der Spice Ferrari von Briggs Twyman vor dem Argo des Oranje-Gespanns, die noch einmal die letzten Glückwünsche mit auf die Reise nehmen, ehe man sich dann erst einmal dem Kulturprogramm widmen kann, um die bösen Geister zu vertreiben. Stanley Dickens geht aus der letzten Startreihe ins Rennen, ist aber trotzdem blendender Laune. Schließlich geht es im historischen Motorsport ja auch um eine ordentliche Portion Spaß. Während sich Polesetter Marco Werner für den Start bereit macht, verlassen die Grid Girls die Startaufstellung. Wie beim ersten Rennen kann Marco Werner dem Nissan, diesmal gefahren von Andy Suzek, dem Formel 2 Europameister aus dem Jahr 2009, nichts entgegenwirken. In Turn 1 muss sich Werner sogar noch gegen den gut gestarteten Argo erwehren, auf dem Vater und Sohn van Oranje immer besser in Schwung kommen. Und nach Runde 1 bietet sich dasselbe Bild wie in Rennen 1. In Front der Nissan mit Suzek, der nun von Max Girardo unterstützt wird, vor Marco Werner im Gepard C88. Beide setzen sich erneut vom Rest des Feldes ab. Werner hat keine Chance gegen Suzek, bleibt diesem jedoch mit dem C2 auf den Fersen und das Ganze entwickelt sich so zu einer Art Geisterduell.
Mit Respektabstand auf Platz 3 der Argo mit Van Oranje, gefolgt von Steve Brooks, der den Start im Sonntagsrennen mit dem Ferrari befeuerten Spice fuhr. Bei Stanley Dickens stellen sich dann erneut Aussetzer ein. Er muss seinen Gepard später sogar noch ganz abstellen. Werner übernimmt kurz vor Schluss die Führung, während Roald Goethe und auch Van Oranje zum obligatorischen Boxenstopp reinkommen und wie die meisten einen Fahrerwechsel vornehmen. Nur Marco Werner kommt zum Pflichtboxenstopp und verbleibt auch für den Rest des Rennens im Cockpit seines Gepard C88. Er steht die 45-minütige Tortur in der Hitzeschlacht Dubais alleine durch. Derweil hat Max Girardo den Nissan wieder in Führung gebracht. Doch Werner presst alles aus dem kleinen Gepard C2 heraus und macht Druck auf den führenden Nissan. Dann übernimmt der Gepard sogar die Führung vom Nissan, der ihm zuerst wie ein Schatten folgt. Doch Werner peitscht den Gepard ans Limit. Denn von hinten naht nun der Porsche 962C mit Stuart Hall am Steuer und macht Boden auf die beiden Führenden gut. Hall schafft es sogar noch in der letzten Runde am Nissan vorbei auf Platz 2 zu gehen. Und auch Werners Vorsprung ist im Ziel plötzlich nur noch denkbar knapp vor dem 962C und dem Nissan. This weekend it's a fantastic place and a fantastic event. But obviously we had a problem with my car, and, which is very unusual. But next time. Während Stanley Dickens schon ans nächste Jahr denkt, wo er hoffentlich ohne Probleme an den Start gehen wird, wartet abermals der rote Teppich auf den nun als Doppelsieger feststehenden Marco Werner im Gepard C88 Audi. Ein glücklich strahlender Fritz Gepard nimmt den zweifachen Sieger in Empfang und dann heißt es Siegerzeremonie mit den drei Erstplatzierten. Auch Thierry Boutsen gehört zu den ersten Gratulanten bei Marco Werner. And Mr. Gebhardt is here, of course, to celebrate, to rejoice with it, and we're so happy. So please, congratulate on the red carpet, a red car, Marco Werner's Gebhardt with OG Turbo Power, winning the last race of the weekend, the second race. Werner gewinnt vor Stuart Hall und Roald Goethe im Porsche 962 sowie Max Girardo und Andy Suzek im Nissan. So he's escaping the cockpit now with of course a lot of satisfaction because he won this one, because it is a great job from start to finish. So of course very deserved. Anschließend nimmt Marco Werner seine Siegertrophäe von Faisal Al-Salawi, dem Geschäftsführer des Dubai Autodrom, entgegen. Er freut sich zwar über die zweite Trophäe an diesem Wochenende, muss danach aber feststellen, dass Rosenwasser nicht den gleichen Effekt hat wie der sonst sprudelnde Champagner. Fritz Gebhardt beklatscht im Geiste den zweiten Sieg beim Gulf Historic Grand Prix 2022, positioniert die Trophäen und bittet das gesamte Team zum Siegerfoto. Schweren Entscheidung haben wir uns entschieden, nach Dubai zu gehen, was von der Kostenseite her nicht einfach war, aber wir haben dann wirklich mit Erfolg alles erledigt hier.
danke an das Team, danke an Michael Venners, denn der Dickens war rundweg in voller Erfolg und wir werden nächstes Jahr wiederkommen. Ja, zwei heiße Rennen, zwei anstrengende Rennen hier in Dubai. Wir waren das erste Mal dabei. Danke an Gebhardt Motorsport, haben einen mega Job gemacht, Auto toll vorbereitet. Lief diesmal super gut. Hockenheim haben wir zweimal ja Probleme gehabt, Ausfälle. Aber hier zweimal Gesamtsieg gefahren vor dem starken Nissan. Das ist nicht unsere Klasse, aber deswegen umso schöner, umso süßer dieser Erfolg hier in Dubai, dass das Auto toll lief. Und eine tolle Veranstaltung. Also hoffe, wir kommen hier wieder hin. Das war mega. With a low bass, here for the thrill, I don't need a chaser. Wanna vibe and get away. Shimmy, shimmy, yeah, got to send me four ways. Don't step out the line like this, a probate. Anschließend ist am Sonntagabend erneut Party angesagt. Der Veranstalter lädt zum Winner-Dinner direkt unterhalb des Burj Khalifa, wo die Teams den ersten Part des Abends unter freiem Himmel genießen, um anschließend in die Armani Lounge zu ziehen, wo die Party erst am frühen Morgen endet. Really think I'm seeing things. Read the line in mid between. Hella light, I gotta speed up. Get home to the Porsche out. Need that pronto. Look like a rave at the condo. Heck of a night.